Mein Name ist Rainer Janke. Ich arbeite seit 31,5 Jahren hier bei der Firma Späth. Ich bin quasi als Orgelbauer geboren worden, weil mein Vater auch eine Orgelbaufirma hat. Ich bin sogenannter Chefintonateur und bin für alles verantwortlich, was hier klanglich aus dem Hause Späth rausgeht. Man braucht einen Arbeitsplatz mit gutem Licht. Den habe ich mir zum Teil auch selber eingerichtet. Und wir haben den sehr hoch gesetzt, den Tisch, dass wir nicht mit gebeugtem Rücken an dem Tisch sitzen müssen. Meistens haben die auch irgendwie sowas wie Teppich oder irgendeine Auflage, dass die Pfeifen nicht verkratzen. Wir haben immer eine Intonierlade, wo man die Pfeifen draufstellen kann. Und Regale zum Hinstellen von Pfeifen für die großen und zum Legen von den Pfeifen für die kleineren Pfeifen. Das ist eigentlich Standard. Wir werden eine Barockpfeife kopieren und eine romantische Pfeife kopieren. Ich habe mir zwei sehr exponierte Orgelbauer und Instrumente ausgesucht. Das eine ist mein Lieblingsinstrument, was das Barocke angeht. Das ist das von Andreas Silbermann, 1709 gebaut. Die Orgel ist noch sehr gut erhalten. Es gibt an den Pfeifen nur wenig Veränderungen. Ich habe sie mir öfter angesehen und angehört, um meine Ohren zu erden. Die nehmen wir als erstes für die barocke Orgel. Und das zweite Instrument ist von Firma Walker. 1869 von Eberhard Walker. Das ist der bedeutendste deutsche Orgelbauer der Romantik. Ich halte das Instrument auch für ganz original erhalten. Also hatten wir zwei sehr entgegengesetzte Pfeifen, Prinzipale. Den Silbermann flötig eher und den eher starken Prinzipalklang von der Oktave Vierfuß in der Walker Orgel. Wir sind jetzt hier in Marmoutier. Das ist westlich von Straßburg, ganz knapp dicht bei Saverne, alte Klosterkirche. Und das hier ist eine der besterhaltensten, für mich die besterhaltenste Silbermann-Orgel, die hier steht. Ich freue mich, Sie hier zu sehen. Gleichfalls. Wir haben ja schon viel telefoniert und das finde ich ganz toll, dass Sie das hier möglich machen, dass ich hier an die Orgel darf und mir mal eine Silbermann-Pfeife ansehen darf und vermessen darf. Das ist normal. Können Sie mir mal zeigen, vielleicht gehen Sie mal auf die rechte Seite, ja, wo die Register sind. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Ja, das ist ja Montre. Montre, das Prospekt ist Montre auf dem ersten Manual. Ne? Ja, ja, ja. Wollen wir das mal probieren? Ja, nein, das zweite Manual, genau. Das erste Manual ist positiv, ist ja einheimlich. Ja. Sehr schön, sehr weich, singt sehr schön und hat diesen warmen Strich drin.
Jetzt will ich mal sehen, wo ist das? Briston ist Briston hier. Da wollte ich ja sehen, ob ich da was finde. Ja. D. D ist schon innen. Der ist ein bisschen dumpf. Ein bisschen schnell. Das G klingt schön. Sehr weich. Es war ein bisschen weich, aber schön. Da könnte ich den da vorstellen, den Ton, den ich reinstelle. Eine sehr weiche Ansprache. Schön. Ja. Das wäre mein Ton, den ich haben möchte. Wunderbar. Dann ist ein kurzes Bein. Nur das bleibt so. Ja, danke. Okay. Tja, Herr Sigrist, können Sie mir mal zeigen, wie ich hier reinkomme? Ja, das ist auf der rechten Seite. Hier. Ach, da oben ist ein Schloss. Da oben, ja. Ist das ein Steckschloss? Nein, das ist ein normaler Schlüssel, ja. Und jetzt schieben unten? Ja, schieben, ja. Ja, wunderbar. Das sieht gut aus. Können Sie mal runtergehen und mir den Ton anhalten? Ja. Sehr gut, danke. So, jetzt noch mal anhalten. Dann fangen wir mal an. Körperlänge. Vier, zwei, sieben. Vier, zwei, sieben. Ist nicht in Sonntagsnachmittags Ausgeschrift, aber das reicht. Fußlänge, genau 200. Durchmesser, jetzt muss ich mal gucken, das ist schwierig, weil eine Pfeife ist nie ganz rund. Gucken, jetzt nehme ich mal hier so. Ich bin hier so bei 38. So, 36, 7 Durchschnitt, aber ich muss die Wandungsstärke abziehen. Da muss ich mal sehen, ob ich das richtig messen kann. Ja, das ist gar nicht so dünn. 0,8. Jetzt kommt die Aufschnitthöhe. In der Mitte erstmal messen. 8,5. Genau 8. Also 8 bis 8,5 oder 8,5 bis 8 mm. Jetzt müsste ich mal fotografieren. Das ist schon gut. So, jetzt habe ich alles abgemessen. Ja. Aber jetzt muss ich mir noch mal merken, wie denn der Klang ist. Einfach, dass ich das zu Hause merke. Also ich muss mir das Gehen noch mal anhören. Mhm. Moment mal, wenn es ruhig ist. Sehr weiche Ansprache, das ist ein weicher Ton, weich, rund,
aber ist sehr intensiv. Der hat so einen richtig starken Körper. Hat einen leichten, warmen Strich drin. Aber so dieses Oh, was wir mit Montre verbinden, sage ich immer aus Spaß. Das ist eher deutscher Prinzipal. Da. Oh. Schön warme, weiche Ansprache, überhaupt nichts Metallisches drin. Das ist der Grund, warum oft gesagt wird, die alten Orgeln haben diesen warmen, weichen Klang. Und warum haben die neuen Orgeln das nicht? Ne? Das ist also bei dem ganz typisch. Ansprache nochmal hören. So ein leichtes Tata drin, aber ganz sanft. Sehr schön. Also das muss ich mir noch aufschreiben. Es gilt eigentlich in der Orgelszene als üblich oder als normal, dass man Pfeifen und Orgeln nicht kopieren kann. Dass man die Pfeifen deswegen nicht kopieren kann, weil manche sagen, das Material eingeschwungen ist bei den alten Pfeifen, weil die Legierungen anders sind, weil die irgendwelche Techniken wussten, die wir heute nicht kennen. Und nach meinem Wissen und was ich mir bislang gearbeitet habe, trifft das alles nicht zu. Das Material spielt keine Rolle, es sei denn, es ist wirklich viel zu dünn. Die Techniken, die Intonationstechniken kenne ich alle, die dort verwendet wurden, und wende die auch an. Und wenn es einen Unterschied gäbe, dann müssten wir das jetzt herausfinden. Also ich denke, das wird jetzt auch das Spannende an unserem Projekt sein, dass wir, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, dass wir jetzt einfach mal probieren, wir kopieren das mal, versuche all mein Wissen einzubringen und dann schauen wir mal, ob das Resultat wirklich anders ist. So, da sind die Pfeifen angekommen, wollen mal gucken, wie sie beieinander sind. Na, da haben wir schon die erste. Schön eingepackt in der Holzwolle. Mal aufmachen. Ob alles so ist, wie ich es haben wollte. Also, wir haben die Bleifüße, die ich bestellt habe. Hat er schön graviert. Wir haben es ja am Telefon besprochen. Das Unterlabium, der Winkel vom Unterlabium ist genauso, wie ich es haben wollte. Lage vom Oberlabium stimmt. Schön. Das ist hochprozentiges Zinn. Das sieht sehr gut aus. Das Erste, was ich machen muss, ist die Pfeife aufschneiden. Das heißt, ich muss die Aufschnitthöhe anzeichnen. Jetzt gucke ich nochmal, was ich für eine Aufschnitthöhe hatte. 8 bis 8,5 mm. Außen waren es 8 mm und in der Mitte waren es 8,5. So anzeichnen. Kommt auch noch nicht so ganz genau drauf an. Einmal, vielleicht hier noch. Zweimal. So, jetzt haben wir es. Jetzt muss ich erstmal einen Schnitt reinmachen. Ich habe hier ein Messer, ein bisschen Öl dran, damit die Spitze besser gleitet. Und jetzt mache ich erstmal hier einen Riss drüber, etwas unterhalb der Markierung, die ich da gerade habe. Sehen, dass ich da nicht unnötig schräg verlaufe. Die Aufschnittlade brauche ich, damit ich nicht in die Seitenwand von der Pfeife reinhacke. Deswegen habe ich hier dieses Brett, in das ich reinhacke. So, da bin ich schon mal gut durch. Jetzt muss ich noch die eine Seite hier einschneiden. Das sieht man hier. Muss ich hier vorsichtig, dass ich nicht in das Oberlabium reinkomme, einritzen. Mehrere Male. Und hier muss ich dann hebeln. Müsste schon gehen. Na, bin ich noch nicht ganz durch. So. Jetzt kann ich es rausbiegen. Aber ich merke, ich brauche doch noch ein bisschen Verstärkung auf die Gläser.
schneide ich hier an den Seiten noch ein bisschen nach. Da ist noch zu viel Material stehen geblieben. So, hier auch. Ist natürlich jetzt diese Pfeife sieht natürlich jetzt etwas verdorben aus, weil ich da diesen Riss reingemacht habe. Bin dann abgerutscht. Handwerklich nicht so schön. Jetzt kontrolliere ich erstmal, ob ich richtig aufgeschnitten habe. Also 8 mm hier außen. Ja. Kommt gerade hin. Und 8,5 in der Mitte. Da ist noch ein ganz bisschen zu viel. Also werde ich dann noch mal drüber fahren. So, jetzt sieht es auch ein bisschen besser gewölbt aus. Es gibt ja viele, die da behaupten, dass dieses Gewölbte einen Einfluss auf den Klang hat. Hat es auch. In der Stärke wohl nicht. Ein ganz bisschen, aber also deswegen gibt es da so ein bisschen so ein Brimborium, würde ich sagen, um diesen gewölbten Aufschnitt. So, das nächste ist, ich muss jetzt erstmal die Kernspalte angucken und die sauber machen. Da ist vom Abwaschen der Pfeife sind dann noch Kreidereste drin, die muss ich rausbürsten, denn die wären sonst in der Kernspalte drin und das würde den Klang beeinflussen. Also vorsichtig mit der Zahnbürste alles sauber machen. Und jetzt schaue ich mal, ich habe mit dem Pfeifenmacher abgemacht, dass er die Pfeifenfüße mit dem Hobel abrichtet und nicht mit der Maschine, damit hier links kein Grat entsteht. Ich gucke mal, ob das alles in Ordnung ist, fahre einmal so ganz leicht lang. Das sieht sehr gut aus. So wie das bei Barockpfeifen sein sollte. Ich reibe noch mal ein bisschen drüber, mache das schön glatt, dass da kein Grat ist und dass das ordentlich aussieht. Dann muss ich das Oberlabium ausrichten, dass das die richtige Stellung hat und dass es auch gerade ist. Das ist im Moment etwas gewölbt. Bei der Originalpfeife war es ganz gerade, eher ein bisschen nach innen reingedrückt. Also muss ich noch mal ein bisschen drüber drücken mit dem Holz. Gut. Und dann kann ich noch so ein ganz bisschen von dem Grat hier wegdrücken. Mir scheint das Oberlabium ein ganz bisschen zu dick. Das sieht gut aus. Ja, ich finde, dass man merkt, dass die Aufschnitthöhe, das ist alles gut. Ein schöner, voller, runder Ton, aber hat sehr viel Kratzen drin, eine sehr harte Attacke, so ein Knacken. Und es sind einfach zu viele Nebengeräusche und zu viele Ansprachegeräusche. Und jetzt müsste ich erstmal Kernstiche reinmachen. Hier auf meinem Foto sehe ich, wie viel das sind. Das sind 3, 6, 9, 12 und 1,5. So, und jetzt mache ich Kernstiche und zwar erstmal nur in den Kern. Also ich halte es hier gegen den Kern, drücke in den Kern. Die Stiche rein. Der ist sehr weich, der ist aus Blei. Da brauche ich viel weniger Kraft als sonst bei einem normalen Kern. Musik.
ist schon besser geworden. Das Kratzen, die Ansprache ist ruhiger geworden. Das Kratzen ist nicht mehr so stark, aber es ist natürlich immer noch ein bisschen turbulent. Man hört noch, dass es einfach so rumort und nicht sauber ist der Ton. Aber ist schon besser geworden. Die 3 Stiche machen schon viel aus. Sie nehmen das Schlimmste erstmal weg. Also jetzt ist der Ton viel sauberer geworden. Der stationäre Ton ist schon sehr schön, warm und weich, hat nur noch wenig Kratzen drin. Die Ansprache ist noch ein bisschen hart und er ist auch schneller geworden. Durch die Kernstiche wird ein Ton eigentlich immer schneller, weil irgendwie die geht leichter in die Oktave und das ist eigentlich schon fast ein guter Punkt für eine normal intonierte Pfeife. Ein ganz bisschen zu spät. Etwas schneller könnte er schon in die Oktave gehen. Ich mache die etwas unregelmäßig, die Abstände. Das spielt keine Rolle, wo die sitzen. Das geht nur um die gesamte Breite. So, jetzt habe ich erstmal die meisten schon drin. Die sind wahrscheinlich noch nicht tief genug. Ich blase mal rein. Der Ton ist schon sehr viel weicher und sehr warm geworden. Ist noch nicht so schnell wie der Originalton. Aber der Kern ist auch noch etwas hoch. Also ich muss jetzt den Kern etwas runterschlagen. Hier auf den Ecken, dass er parallel runterkommt. Kriegt bei mir immer eine kleine Gegenbewegung wieder zurück. Etwas überdehnen und zurück. Schon sehr gut. Jetzt sehe ich, da sind noch einzelne im Unterlabium drin. So feine Stiche. Die nehmen auch so ein bisschen dieses Tick-Tick-Tick, dieses Spucken weg. Also ich werde jetzt mal welche noch in das Unterlabium reindrücken, so wie auf dem Foto. Und dann mache ich vielleicht da noch einen hin, auch nur ins Unterlabium. Okay. Ist jetzt ein bisschen weicher geworden, die Ansprache. Nicht sehr viel, nur ein ganz bisschen weicher. Hat schön diesen warmen, runden Ton. Hat aber auch einen schönen Strich dabei noch. Müsste jetzt passen, den Rest muss ich dann in der Kirche sehen. Ob ich die Stiche noch ein bisschen tiefer mache, ob ich ein bisschen mehr Wind gebe, weniger die Spalte, ganz bisschen enger oder weiter. Und die Ansprache ein bisschen schneller. Die müsste wohl noch ein bisschen schneller. Sieht aber schon sehr gut aus. Also so können wir es probieren in der Kirche. Herr Sigrist, spielen Sie mal das F. Ja. Vergleichen Sie mal mit dem G. Oh ja. Gut. Moment, da muss ich erst mal den Fuß etwas zumachen. Die Pfeife kriegt zu viel Wind. So. Und jetzt noch einmal das F anschlagen. Ist noch zu schnell. Moment, das war nicht genug. Das habe ich mir schon gedacht, weil das Fuß doch auch sehr lange zylindrisch war. Da geht es nicht nur um den Durchmesser, sondern wollen wir probieren. Jetzt mal F vergleichen. G. Ja. Wir sind noch etwas tiefer. Ich habe die Pfeife noch etwas zu lang gelassen. Moment, ich blase mal das G an. Ja. Und jetzt blase ich mal meinen nachgemachten Ton an. Ja.
hat, der ist noch ein bisschen kratziger. Die Spalte ist vielleicht zu weit jetzt. Und jetzt ist er wieder zu schnell. Ja. Jetzt können wir noch mal hören, das F und das G und das F. Ja, ist mir noch ein bisschen zu schnell und jetzt ist er fast ein bisschen zu leise. Was mich am meisten stört, ist im Moment, dass die Tonhöhe unterschiedlich ist. Ich müsste noch mal den Ton abschneiden. Jetzt mal. G, F. Wie finden Sie den Unterschied? Dumpf, dumpfer. Ich würde sagen, ich mache noch mal ein bisschen die Kernstiche nach. Ja. Horchen Sie mal. Jetzt. Ja, es ist noch ein bisschen dumpfer. Ich hatte sogar gedacht, dass es eher zu hell wird, aber... Jetzt noch einmal. Jetzt ist andersrum. Genau. Es ist nur eine kleine Änderung an der Kernspaltenweite. Und dann ändert sich gleich die Klangfarbe. Jetzt mache ich wieder ein ganz bisschen zurück. Jetzt noch mal F. G. Fast gleich, ne? Ja. Wir warten noch mal, bis es kalt geworden ist. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Es klingt sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Also Original. Also ich kann es nicht mehr unterscheiden, wenn ich den Kopf hin und her bewege. Wenn ich den Kopf an einer Stelle lasse, dann finde ich immer noch einen Unterschied. Aber in dem Moment, wo ich hier hin und her gehe, das mache ich auch sonst beim Abhören. Weil es gibt immer Stellen, wo man einen Druck hat, wo es füllig klingt. Mhm. Ein paar Zentimeter daneben ist der Ton magerer. Mhm. Da ist er wieder füllig und genau das erlebe ich hier auch. Aber die sind... wie Zwillinge, also wie eineiige Zwillinge, die beiden. Diese weiche Ansprache, ja, hat genau den Charakter, den diese Pfeifen haben, dieses Oh, so ein bisschen. Ja. Der hier auch Oh, no, no. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass es so genau hinkommt. Ja. Freut mich. Schön. Wenn jemand intonieren will, dann merkt man das von Anfang an, dass er Talent dazu hat, dann nimmt man ihn ran. Und dann muss natürlich auch von der Firma gewünscht sein, dass man jemanden noch mal ranzieht und ausbildet. Und dann geht es eigentlich nur im Lehrer-Schüler-Verhältnis über viele Jahre. Man sagt, etwa 10 Jahre braucht man, bis man selbstständig intonieren kann.
Wir sind hier in Waldkirch, in der katholischen Kirche St. Margarethen. Und das ist eine recht typische Kirche für diese Region. Dem Hochaltar mit dem Tabernakel davor, die beiden Marienaltäre und die Kanzel in der Mitte des Raumes. Eine ganz typische Anlage hier in dieser Region. Die Walker-Orgel ist so eine ganz typische romantische Orgel von 1869 und ist eine rein mechanische Kegellade, noch nichts Pneumatisches. Deswegen so die richtig schöne, klassische, romantische Phase. Und das Gute an dieser Orgel ist, dass die meisten Pfeifen unverändert seit Erbauung in dieser Orgel stehen. Jetzt erstmal spielen und wollte mich so ein bisschen einhören in den Klang und in die Orgel, dass ich das auch noch mal so ein bisschen wieder auf dem Schirm habe, dass ich weiß, wie dieser Vierfuß klingt im Kontext und alles. Also man merkt, dass der Vierfuß hier doch sehr markant ist, sehr gambig, man hört es hier. Der hält das auf, aber wir haben auch schon 4 Achtfüßer, Prinzipal, Viola, gedeckt und die Hohlflöte, die sind sehr kräftig. Und deswegen braucht es einen sehr energischen Oktav-Vierfuß. Die Oktave 4 ist ja direkt hinter mir, die ist nicht oben im Hauptwerk. Und deswegen muss man auch aufpassen, wenn man es hier abhört am Spieltisch. Deswegen gehe ich so ein bisschen zurück. Und man hört, dass es dem ganzen 8-Fuß-Fond sehr viel Kontur gibt. Es ist also einfach, das braucht diese Zeichnung, diesen 4-Fuß, damit diese 8-Füßer nicht mulmig werden, damit es wirklich eine Aufhellung gibt. Also der 4-Fuß hat hier eine ganz andere Aufgabe als in Marmoutier noch. In Marmoutier ist es einfach die Steigerung, Montre, Prestant, um gleich den nächsten Level zu erreichen. Hier ist es, nachdem man wenigstens vier, wenn man gekoppelt hat, noch mehr 8-Füßer hat, möchte man noch eine Aufhellung haben, eine Zeichnung haben. Und deswegen muss der 4-Fuß hier viel stärker sein. Ich kann mal die klassische Registrierung machen, Prinzipal 8-Fuß. Das klingt fast so ein bisschen neobarock, so ein bisschen überspannt, so heller. Ich mach mal ohne 4-Fuß. Merkt man, es kommt gleich sehr viel heller, viel höher dazu. Das wäre die entsprechende Registrierung Montre Prestant im Marmoutier. Also so ist die Oktave hier nicht gedacht, sondern sie ist wirklich gedacht mit wenigstens sogar Gemshorn kann man noch dazu nehmen, wenn man will, noch den Bourdon. Und dann braucht es genau dieses Level, um da noch einen Schub, eine Aufhellung und eine Zeichnung reinzubekommen. Das ist der letzte im Prospekt. Das ist der erste innen. Dann brauche ich den zweiten innen, das wäre dann das Fis. Also kann ich F nicht nehmen, geht leider nicht, ist ein bisschen schöner, aber Fis muss ich nehmen, weil ich brauche den Platz ja vom E, um nachher den Vergleichston reinzustellen. So ein bisschen gequetscht und gequält, aber ist in Ordnung. Klingt so ein bisschen pneumatisch. Der ist es, der ist da. Gut, den nehmen wir. Mal reingehen.
So, jetzt. Die ganze Pfeife ist noch so, wie sie gebaut worden ist. Da ist nichts manipuliert dran. Man sieht auch, dass dieses Fußloch noch ganz alt ist. Es hat die gleichen Spuren wie die Außenwand. Da ist nichts blank. Das ist noch richtig, hier sieht man, es ist so oxidiert wie alles andere auch. Also im Vergleich zum Hamotier habe ich nur noch ein paar mehr Parameter, die ich abnehmen muss. Ich habe die Expression, das ist die Stimmeinrichtung, die ich zusätzlich vermessen muss. Expression 405. Und die Öffnung. Dieser Punkt, das ist entscheidend. Die Körperlänge habe ich ja. Und dann dieser Punkt, wie weit der ist. Der ist entscheidend für den Klang. Und ich nenne diesen Bereich Ring. Je breiter der ist, umso mehr hornartig klingt die Pfeife. Je schmaler der ist, umso normaler wie eine abgeschnittene Pfeife klingt die Pfeife. So, hier haben wir jetzt die Valka nachgebauten Pfeifen. Man sieht das Gesicht der Pfeife, das Labium ist schon ganz anders gestaltet. Die Labien sind komplette Rundlabien, angerissen, von innen sehr stark gerissen. Nicht mehr nur gedrückt wie beim Silbermann, sondern richtig gerissen. Und deswegen gibt es scharfe Kanten. Wir haben keinen Unterschied mehr zwischen Fuß und Körper, ist das gleiche Material. Und jetzt werde ich die Aufschnitthöhe mal anzeichnen. Wir haben hier eine etwas höhere Aufschnitthöhe. Wir sind nicht mehr bei 8 bis 8,5 mm, sondern wir sind bei 8,7. So weit weg ist es nicht, aber es ist noch ein bisschen höher. Jetzt muss ich das hier erstmal so anzeichnen. In dem Bereich hier. Und hier auch. So. Und jetzt habe ich natürlich hier die Besonderheit, dass wir hier noch Bärte, da werden aus dem Aufschnitt Rest, der hier drin bleibt, werden gleichzeitig Bärte geformt. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal ein ganz bisschen tiefer ansetzen, damit ich noch was zum Nachschneiden habe. So. Aufpassen, dass ich nicht in den Rand reinkomme. So ist gut. Wieder ein bisschen. Das ist eigentlich der gleiche Vorgang wie bei der Barockpfeife. Da ist nichts geändert. So, aber jetzt kommt der Unterschied. Jetzt wird es auch etwas schwierig. Das ist für uns keine Routine mehr. Ich muss hier zweimal reinschneiden und einen kleinen Bart stehen lassen. Also hier. Das Problem ist immer, da nicht reinzuhacken. Lieber einmal zu viel, als mit zu viel Druck ausrutschen. Vielleicht hebel ich auch den Rest. Dann brauche ich nicht so viel Kraft. So, jetzt bin ich durch. Einmal und hier das gleiche noch einmal auf der anderen Seite. Da bin ich schon durch. Jetzt kann ich den Rest hebeln. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Routine. Jetzt muss ich das hier rausholen. Und das bildet gleichzeitig die Seitenbärte. Die kann ich noch ein bisschen schön machen. Mit der Schere abschneiden.
Und ich habe gesehen auf den Fotos, die haben auch die Kanten so ein bisschen gebrochen. Hier auch nochmal. So. Jetzt nehme ich meine schöne Zange. Ich muss aufpassen, dass die mir nicht gleich abbrechen, weil die ja von innen angerissen sind. Man kann hier sehr schön sehen, wie der Riss richtig tief rein ins Material geht. So, jetzt zeichne ich das nochmal neu an, weil bislang war es ja nur vorgeschnitten. Jetzt mache ich hier mal einen Riss ganz rüber. Kann man schön sehen. Und weil es gerade ist, kann ich auch mein Stecheisen nehmen. Brauche ich nicht mehr mein Messer. Mit dem Stecheisen kann man sauberer schneiden, auch exakter. Mal nachmessen. Ich glaube, so ganz erreicht habe ich es. Doch, stimmt ganz genau. Jetzt noch ein bisschen ausputzen. So, als nächstes kümmere ich mich dann erstmal ums Oberlabium, ob das jetzt gerade ist. Das kommt schon ganz gut hin. Links ist es wieder ein bisschen zu weit drin. Etwas überdehnen und zurück. Ich glaube, ich mache es mal mit dem Daumen. So, jetzt haben wir das Oberlabium. Jetzt kann ich noch von außen ein bisschen anfasen. Denn das Oberlabium ist etwas dünner gemacht. Es hatte außen eine leichte Phase. Das kann ich jetzt hier mit dem Dreikantschaber machen. Das geht am saubersten. Das entspricht ungefähr dem, was ich da auf dem Foto sehe. So, jetzt machen wir die Kernspalte wieder sauber. Die Kernspalte ist etwas weiter als bei den Silbermann-Pfeifen. Und jetzt schaue ich mal, ob hier der Pfeifenmacher das schön gradfrei abgehobelt hat. Das sieht gut aus. Ich spüre nichts. Es geht ganz glatt durch. Ist in Ordnung. Gehe nochmal mit dem Hölzchen drüber. Vielleicht nochmal erst in die Richtung. So. Jetzt bin ich soweit, dass ich Kernstiche machen kann. Wir haben hier, das ist glaube ich im Schatten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, weiß ich nicht, wie man das macht. Muss man mal probieren. Gar nicht unähnlich mit der Anzahl bei der Silbermann-Pfeife. 1, 2, 3. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Mal gucken, die sind vielleicht noch nicht tief genug, aber es könnte schon mal ganz gut hinkommen. Das sieht ganz ordentlich aus. Mal anblasen, mal gucken. Die Pfeife ist noch ein bisschen zu langsam. Ich versuche nochmal das Oberlabium, kann noch ein bisschen raus, aber ich muss mal gucken, links war ja mal das Problem. Ja, es geht schon noch was. Ein bisschen rausholen, kleine Bewegung wieder zurück. Und der Kern ist noch sehr hoch, also schlage ich den noch ein bisschen tiefer. Und eine kleine Gegenbewegung wieder zurück. Ich glaube, da passt sogar der ganz große Fuß down rein. Ein ganz bisschen mehr kann er noch haben. Erstmal in Ordnung, jetzt fehlt aber die Stimmeinrichtung. Vierhundertsechs.
Breite 12,3. 12,3. Jetzt brauche ich die Säge. Und jetzt muss ich den Stimmschlitz runter anreißen. Ich versuche es mal freihändig. Normalerweise nehmen wir da eigentlich so eine Winkelschiene für. Also so einen Winkel drauflegen. Aber ich mache das jetzt so freihändig. Mir ist das zu umständlich. Also ich kriege das auch so ganz gut hin. So, und jetzt kommt noch der Querschnitt. Jetzt kann ich hier reingehen und das rausholen. So. Jetzt muss ich die Stimmrolle aufwickeln. Fange ich immer an der Ecke an. Und dann kommt der Rest automatisch nach und dann kann ich so aufwickeln. Und damit es noch ein bisschen schöner aussieht, schneide ich hier noch mal oben so ein bisschen nach. Dann sieht es von dem Sägeschnitt nicht ganz so rau und hässlich aus. So, wischen wir die mal ab. Wir haben jetzt hier beide Pfeifen vor uns liegen. Man sieht schon äußerlich die Unterschiede bei den Bärten, bei der Expression, bei den Stimmeinrichtungen. Und jetzt will ich die mal anblasen. Ich blase sie lieber an, als auf die Intonierlade zu stellen, weil die hat 87 mm, die hat, glaube ich, 67 mm, muss man noch mal gucken. 69 mm. Also die Winddrücke sind verschieden, deswegen kann ich sie schlecht auf der Lade vergleichen, dann kann ich den Winddruck nicht so schnell ändern. Ich blase mal an, das hört man auch so, das ganz typisch ist. Also erst die romantische Pfeife. Jetzt die barocke. Die ist noch etwas zu tief. Einmal sind wir noch einen halben Halbton zu tief. Das andere ist, ich habe sie noch etwas zu lang gelassen, damit ich sie später genau passend schneiden kann, weil die auf Ton geschnitten wird. Die kann ich an der Expression hinstimmen und die muss ich wirklich genau auf Ton schneiden. Und darum habe ich die jetzt noch etwas zu lang gelassen. Aber man hört, sie ist jetzt sehr schön. Ich mache es noch mal vor. Die lockere, weiche Ansprache, auch einen sehr weichen, warmen Ton und einen sehr, sehr energischen Ton, auch sehr viel lauter. Die Pfeife steht ja weiter hinten, hat eine ganz andere Aufgabe. Und deswegen sind diese beiden Pfeifen so unterschiedlich. Aber beides sehr typisch. Barock muss nicht unbedingt scharf sein. Romantik muss nicht unbedingt dunkel sein. Romantik gibt es auch Gamben, Prinzipale, richtig drahtige Klänge. Aber das Typische an der Barockpfeife ist, dass sie so locker und frei kommt. Dass die Ansprache ta-ta-ta-ta-ta weich und deutlich ist, aber es gibt einen genau definierten Punkt. Es macht t-t-t. Und das brauchen wir für die Polyphonie, weil wir da den Einsatz des Tones hören müssen, damit man die Linie, die Figur ganz genau hört und die rausgearbeitet wird. Bei der romantischen Pfeife brauche ich einen weichen Einsatz. Wir hören mal drauf hin.
Das ist so fop, 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 fop. Das wird nachher, das Fauchen wird nachher untergehen, dort wo sie steht. Man wird sie nur weich einschwingen hören. Der Ton ist irgendwann da. Und das ist nötig für diese homophonen Linien. Wenn man also la 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 spielt, dann muss das ineinander übergehen und verschwimmen und darf nicht ta 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 machen, also diese Stückelung. Deswegen ist der Ansatz hier, die Ansprache weich. Ich habe geschrieben so ein bisschen fauchig. Und hier ist sie ganz genau definiert. Da, 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 ganz locker. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie es klingt. Das ist das Original. Die Kopie. Klingt hier ein bisschen heller. Je nachdem, wo ich den Kopf halte, ist ein bisschen anders. Ich bin nur erstaunt, ist eigentlich genau gleich. Also wenn ich die Augen schließe und nicht wüsste, welche Taste ich spiele, dann könnte ich nicht sagen, was Original und was Kopie ist. Es ist faszinierend gleich. Die klingen anders. Das sind die Nachbartöne. Die sind ein bisschen matter, ist das G. Das ist gerade sehr kernig und klar. Der ist auch ein bisschen dunkler. Hier ist ein Prospekt. Fis hat genau die gleiche Art. Gis. Genauso wie Fis. Passt also sehr genau, ist vor allem in der gleichen Registerfamilie. Also man merkt, es ist einfach der gleiche Ausdruck, die gleiche Art. Würde man nie drauf kommen, dass es eine neue Pfeife ist. So, jetzt schauen wir mal, ob das hier klappt. Nehmen wir die mal raus, stellen die mal dahin. Oh, passt perfekt. Dann nehme ich die andere Pfeife wieder hier hin. Die gehört ja hier hin. So. Und die tue ich mal hier zur Seite. So. Und jetzt spielen wir mal damit. Intonation ist die Abstimmung aller Register zueinander, die Verläufe, die richtigen Klangbalancen. Intonation ist nicht nur, einen Ton kopieren zu können, es ist die Basis, das Handwerk, was man können muss. Und dann fängt die Kunst an, wenn man anfängt, mit dem Handwerk zu spielen.